Also ich glaube, es gibt ein paar Leute, die sagen würden, wenn du zu Asiaten gehst, ey, du kannst bestimmt gut Mathe, ist das ja erstmal eine positive Sache, die du denen zuordnest. Aber gibt es bestimmt genug Leute, die sagen, das ist auch nicht in Ordnung, sag ich mal. Ja, nö, klar, also wenn du zu irgendjemandem sagst, hey, du kannst bestimmt das und das, das hat ja nichts unbedingt mit Rasse zu tun, ich würde natürlich immer den anderen in Vorlauf gehen lassen und die meisten Asiaten sind ja so, würdest du erstmal mit so einem Mathematikbuch hingehen, jetzt zeig mal, bevor ich urteile, mach mal. Nee, ich würde mich so hinknien, das so einen Meter vor mich schmeißen, dann so ein Stück zurückgehen und gucken, ob er dran riecht. Ja. Und dann würde ich so langsam sagen, hier, ich habe noch mehr. Dann würde dir langsam die Mathematikaufgaben aus der Hand fressen. mit Stäbchen aber. Oh Gott! Ja, dann geht der jetzt die Musik langsam aus. Wie immer. Die Musik ist gerade richtig leise. Oh, jetzt ist er vorbei. Genau. Schade. Gut, dass ich jetzt wieder zugeschalten bin. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Robin, aber auf dem Kanal macht sich ein Unheil breit. Ich glaube, dir ist es auch schon aufgefallen. Scheinbar nimmt eine Podcast-Serie ihren Lauf, die nicht sehr gut ist, und dagegen müssen wir heute was tun. Die nimmt nicht nur ihren Lauf, die nimmt sogar einen sehr schlechten Lauf, denn die letzte Folge gab es ja einfach nicht. Es fängt ja schon richtig gut an. Sag ich dir. Brennpunkt Internet heißt diese Scheiße und ich sag mal, da brennt es ganz schön im Gebälk. Denn gleich Folge 3 existiert einfach mal nicht so. Ja, kennst du Luke Mockridge? Der spielt immer mit so Emotionen und Kindheitserinnerungen. Und ich möchte jetzt einmal an den Padumcast ein Zeichen setzen, damit sich die Leute erinnern, ja? Doch, ja. Ich kenne Luke Mockridge. Das ist der lustigste Mensch aller Zeiten. Das hat er auch damals schon gezeigt bei der Ponk-WG, die ja auch einfach ein Sinnbild für Comedy-Revolution ist. Schön, dass wir den hier auch nochmal ansprechen. Mhm. Ich habe jetzt leider gerade nichts zu schnabbern da, aber ich kann hier auch mal noch ein bisschen Nostalgie machen. Wir haben ja immer so ein bisschen so ein Glas ertönen lassen. Wir können gerade nicht anstoßen, weil wir ja gerade über Telefon podcasten. Warte, ich kann auch. Ich habe leider kein Weinglas. Ist bei mir natürlich der Ton kurz schlecht, weil ich ja gerade gleich von meiner Aufnahmequelle weg bin. Das ist okay. Wer ist denn hier schon guten Ton gewohnt? Also, Leute, während hier irgendwie im Hintergrund was vorbereitet wird, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Plumcasts. Ja, mit erschwerten Bedingungen, denn Herodes ist umgezogen, aber das soll ja nicht das Ende von diesem sensationellen Podcast sein. Der muss hier auch in die Bresche springen, um die Podcast-Fahne hochzuhalten, denn es gibt ein Konkurrenzprodukt. Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist einfach nur Scheiße. Hier haben wir das Wahre, der Podcast. Und Leute, in den letzten Wochen, da ging einiges. Da ging so viel. Bist du mittlerweile in Hörreichweite? Ja, du musst mir kurz bauen. Also Herodes nicht, aber wir waren zum Beispiel auf Mallorca. Herodes war mit im Lippen. Wir haben David Heim getroffen. Und da haben sich so viele tolle Sachen ergeben und es ist so viel passiert. Da haben wir mannigfaltig zum drüber sprechen. Was ist denn bei dir so los? So, jetzt bin ich da. Was ist denn bei dir so los? Ja, also, bei mir ist alles ganz okay. Bei dir? Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, doch, bei mir ist ganz schön. Also, wir waren ja in Berlin zusammen. Das war ja herzallerliebst, ne? Ja, stimmt, wir sind dahin, bisschen dies, das gefeiert und dann sind wir ja wieder heim, ne? Gut, dass wir auch darüber geredet haben. Also Berlin fand ich ganz schön. Wir haben David mal wieder getroffen. Wir waren gut feiern. Und Larry McLessig ist wieder auferlebt. Das möchte ich an dieser Stelle hier nochmal erwähnen. An welcher Stelle auch immer der Podcast, der verschollen ist, nun auch auftaucht, da wird nämlich das genau erzählt, was es mit Larry McLessig auf sich hat. Ach so, ach deshalb habe ich das noch nicht gemacht, weil der Podcast, wo ich das ankündige, verschollen ist. Ja, aber er ist wieder aufgetaucht. Dann dürfen die Leute jetzt raten, was Larry McLessig überhaupt ist, und die aus der Gruppe dürfen nicht mitraten, weil die wissen das, glaube ich, schon. Das stimmt. Ja, also, Berlin war für dich nicht weiter relevant, demnach. Nee, doch, war wirklich schön. Also, wir sind halt dahin. Es gab da ein,
Ja, es gab da nämlich dieses eine einschneidende Event, auf das ich noch kurz zu sprechen kommen würde. Und zwar, ich bin ja kein Fan. Ist schon wieder Motorradfahrer gestorben? Nee, es ist ausnahmsweise mal keiner gestorben. Aber, na doch, innerlich vielleicht. Innerlich sind in diesem Moment mehrere Leute gestorben, als wir mit David... Ich hoffe, es geht nicht um den dass ich wieder nicht Fan bin, oder? Doch, da sind innerlich mehrere Leute gestorben. Ist dir das unangenehm? Willst du darüber nicht reden? Ich hab mich sehr drüber amüsiert, muss ich sagen. Ja, also man kennt die Situation, ja, man ist feiern, ne? Man kennt die Situation, man ist ein geiler Typ, weil David Hein einen kennt, weißt du? So fühlt sich David da, man kennt die Situation, er ist feiern, er ist mit coolen Leuten unterwegs, sprich wir, und er wird angesprochen von anderen, naja, vielleicht nicht ganz so coolen Leuten, die sich da hinstellen und sagen, hey, na, ich will ja kein Fanboy sein, aber ich stelle mich jetzt nicht mehr ganz lange hin und so. Ja, du lachst jetzt auch schon, wie hast du die Situation erlebt? Nein, du beschreibst das sehr schön. Kleiner Ausflug, ich weiß, wir dürfen uns an keine Struktur halten. Ich habe ja mit Peter den neuen Dancer gefilmt, ne? Seitdem ich in Köln wohne, kam zum ersten Mal einer, der mich gefragt hat, hey, bist du nicht der Kameramann von Nosterafu? Oh. Und nein, ich will nur sagen, mir passiert das so selten, dass ich gesagt habe, bitte, bitte bleib hier, lass uns noch kurz quatschen. Du kannst mich auch nur anstarren, wie man das so, oder dich in Kreis um mich drum stellen und nichts und irgend sowas. Aber geh doch nicht wieder weg, der Moment ist so besonders für mich. Das hätte ich ganz gerne gesehen, wie sich eine einzelne Person im Kreis um dich drum stellt. Ich will nicht sagen, dass der Dick war, nein, Quatsch, war er auch nicht. Nee, aber das war mal wieder so, ich hab dann gesagt, nein, ich bin der Kameramann von Cripple2Go, und der ist dann irgendwie abgehuscht, weil der noch irgendwas mit Prüfung zu tun hatte. Aber du kennst ja die Situation von der Gamescom, die häufig zustande kommt, die ist, glaube ich, nicht dieses, sondern letztes Mal, also vorletztes Mal auf der Gamescom zustande gekommen, da haben wir ein Fantreffen gemacht, aber ohne was vorzuhaben. Ja. Und dann saßen wir einfach auch wirklich, zuerst standen im Kreis irgendwie alle um uns rum, so, keine Ahnung, 15 Leute, wovon drei uns irgendwie angequatscht haben. Ja. Und wenn man da selbst nicht das Ruder in die Hand nimmt, kann das so merkwürdig werden. Das ist ja die Frage, ob die Leute das dann auch merkwürdig wahrnehmen, ja? Oder ob die quasi wie in einem Kunstmuseum vor uns stehen und uns einfach anschauen. Und das genau, und das ist halt die Sache. Ich versetze mich in die Leute rein und denke mir so, boah, die haben jetzt bestimmt Erwartungen und die langweilen sich jetzt, wenn ich nichts mache und so weiter. Gut, klar, für die ist das vielleicht auch so ein geiles Erlebnis, weiß man nicht. Aber ich fand es trotzdem, die Aktion, die wir dieses Jahr zum Beispiel gemacht haben, wo wir das halt zusammen gemacht haben, deutlich geiler. Aber zurück zu David, der Ausflug. Oder willst du noch kurz was dazu sagen? Ja, nee, das passt ja perfekt dazu, weil da ist ja auch die Situation, genau darüber haben wir ja gesprochen, dass man selbst dann quasi in die Position kommt zu denken, ich muss jetzt irgendwas machen, um diese Person zu entertainen, was ja total absurd ist eigentlich, ja. Dass eine Person einen anspricht, yo, ich finde das gut, und dass man dann selbst denkt, ja, jetzt muss ich hier irgendwie das Gespräch am Laufen halten. Das ist ja absoluter Quatsch, aber genauso fühlt man sich bisweilen. Und ja, die Person kam dann an, ich will ja kein Fanboy sein, aber, und wollte nicht mehr gehen. So. Naja, der wollte schon so ein bisschen gehen, also er war ja zuerst bei mir und hat mit mir so kurz geschnackt, so lass mal einen trinken, lass mal anstoßen und so weiter. Und dann meinte er erst, oh mein Gott, ist das nicht David Hein? Ich so, nein, das ist Fabian Siegesmund. Ja, kannte er nicht, und ich konnte ihn auch nicht davon abhalten, dann halt auch zu ihm, zu David zu gehen, und ich weiß ja, beziehungsweise es gibt ja Leute, die reagieren da so und so drauf, und David reagiert dann nun mal so drauf, und daraufhin musste ich halt schon, ich fand's schon so, ich konnte es halt nicht anders, als richtig laut loszulachen, was dann wirklich auch alle unangenehm fanden, was mir im Nachhinein auch ein bisschen leid tat, aber wie gesagt, ich bin eher so, der sich über unangenehme Situationen lieber amüsiert, als sie als unangenehm zu empfinden. Ja. Und der ist dann ja auch erstmal weg. Er ist erstmal weg. Er kam allerdings wieder, weil er ausgerechnet uns nach Feuer fragen musste. Und was ich ganz interessant fand, ist, Kalle hat dann irgendwie ihm eine Frage gestellt. Und er hat sie auch sehr, sehr genau beantwortet, hat dabei aber nur David angeschaut, der so im 90-Grad-Winkel zu Kalle stand. Das fand ich auch schön. Aber das tut, was halt die wirklich die blöde, unlösbare Situation ist, ist halt der Fakt, für den Töpsen ist es was Einmaliges, Besonderes. Und David hat das andauernd. Das ist so wirklich so ein Gefälle, dass, wo ich jetzt auch keine elegante Methode wüsste, das irgendwie zu umgehen. Weißt du? Weil jemand, der sich irgendwie so riesig darüber freut, dass er jetzt wirklich jemand Besonderen sieht, gegen jemand, der halt andauernd sowas hat und gar nicht mal so interessant findet. Ja, aber das kam ja auch noch dazu. Also so kam es für mich sehr eindeutig rüber, dass er jetzt nicht der krasseste Fan irgendwie seit Jahren ist, sondern ihn halt kennt und die Videos guckt. Er hat irgendwie gesagt, dass er jetzt
vor, also hat länger nicht reingeguckt, hatte an dem Tag ausgerechnet irgendwie mal wieder reingeschaut. Also es hat jetzt nicht gewirkt, wie er ist da voll an vorderster Front, immer wenn da ein Upload kommt. Und das ist ja auch nochmal was anderes, ne? Dass dann Leute auch irgendwie mit dir ein Foto machen wollen, obwohl sie dich nicht kennen, aber wissen, dass du irgendwie bekannt bist und so. Naja, ich weiß nicht, was ist schlimmer? Jemand, der sagt, hey cool, ich hab dich mal gesehen, lass mal ein Foto machen. Und jemand, der sagt, oh mein Gott, ich hab jedes Foto von dir gesehen, würde ich sagen. Jeden Frame von dir angeguckt. Ja. Ist natürlich, ja, wenn man es so betrachtet, ist das auch vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber ich sag mal, Leute, die wirklich Fan sind, haben dann vielleicht eher das verdient, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen oder so. Weiß ich nicht. Als jetzt, ich sag mal nur so Fame-Touristen. So, weißt du? Habe ich aber auch schon mal auf Gamescom gemacht. Da war so ein Töp mit so einem Kreis drumherum von Leuten, also mehreren in diesem Fall, nicht so wie bei mir, die da Fotos gemacht haben. Ich da so, ich kenne den nicht. Naja, egal, Foto machen, ne? Und erst später habe ich erfahren, dass die Leute das gar nicht mehr so cool finden im Allgemeinen. Naja. Habe ich halt gemacht. Ich weiß nicht, wo wir gerade von Awkward-Situationen sprechen, habe ich noch was richtig Schönes, was auf Malle passiert ist. Achso, ich dachte, also du mir diesen scheiß Camcorder in die Hand geben. Nee, darüber bin ich hinweg. Ist okay. Sehr gut. Also ich war ja mit Dion in Palma und wir waren natürlich auch im lokalen Magic Store und da habe ich eine Person getroffen, die, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Person getroffen habe, die unsicherer und ängstlicher oder ich weiß nicht, socially awkward noch mehr war als diese Person. Also wirklich, der hat so ganz, Dion meinte noch, vielleicht hat er Angst, dass wir Karten klauen, aber der hat uns so viele hingestellt und hat nicht geguckt. Also ich glaube nicht, dass es das war. Er hat halt relativ schlecht Englisch gesprochen und wir haben halt nur Englisch gesprochen und deswegen konnten wir uns nicht richtig mit ihm so unterhalten. Und er ist immer ganz ängstlich, er hatte so ein Zittern in der Stimme so. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann gucke ich halt, weil ich wollte eine als Andenken mitnehmen. Und dann ist da eine englische Karte, von der ich aber nicht gesehen habe, dass sie englisch ist. So, und die hieß Besmirch, ja. Und ich habe dieses Wort in Englisch noch nie gehört. Und ich dachte, das ist irgendein ganz komisches spanisches Wort. Und da habe ich ihm das so hingehalten und habe gesagt, read it. Ich wollte halt wissen, wie das ausgesprochen wird in Spanisch. Aber er konnte halt kein Englisch. Und dann hat er gedacht, okay. Desmorge. Was? Desmorge. Desmorge. Da hat er gedacht, er soll den Preis raussuchen. Und dann habe ich gesagt, nee, no, you just have to read it out loud. So, als würde ich mich über ihn lustig machen, dass er nicht Englisch kann. Und dann habe ich erst gerafft, dass diese Karte Englisch ist. So, das war also sehr schön. Und die andere richtig gute Situation war, wir waren mit so Elektroscootern unterwegs. Oh ja, das sah cool aus. Kennt man ja auch vielleicht aus den neuen Folgen von South Park. Ich weiß nicht, ob du da up-to-date bist, da machen die sich nämlich auch drüber lustig. Leider gar nicht. Genau so habe ich mich da nämlich gefühlt. So die Leute, die dich angucken, ja, denken, was für Hurensöhne mit ihren scheiß Elektroscootern. Aber mit 23 km/h durch die Fußgängerzone zu fahren, das hat schon was Erhebendes. Und ich finde, wenn man schon mal Tourist ist, dann darf man auch mal Tourist sein. Natürlich. Erst recht, wenn man den ganzen Tag drunter leiden muss als Weimarer. Genau, man sieht auf dieser App ja auch, wo überall so Bereiche sind. Und tatsächlich gibt es die auch weltweit noch nicht so krass vertreten. Also es war nur ein kleiner Bereich von Palma. In Barcelona gibt es sowas, zum Beispiel in Madrid. Aber wirklich nur in größeren Zonen. Deswegen war das eine relativ... Was für Bereiche? Was? Was für Bereiche? Naja, immer in Innenstadt. Also es ist nicht so, dass es jetzt in ganz Spanien zum Beispiel schon diese Scooter gibt. Es sind wirklich nur in Europa ganz... ganz wenige Bereiche, wo du halt mit diesen Dingern fahren kannst, wo die auch vor Ort sind. Das meine ich. So. Achso, man kann damit nicht überall hinfahren, weil sonst was passiert? Da kommen extra Kosten. Es soll halt wirklich nur so ein Innenstadtding sein. Ach so, man muss sich in einem Bereich aufhalten, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Aber das heißt halt auch, dass es eine relativ einzigartige Situation war. Also es kann sein, dass ich so schnell nicht in die Gelegenheit komme. Deswegen musste man das Ding natürlich mal fahren. Kostet 15 Cent die Minute. Und kann man mal machen. So. Auf jeden Fall, ja. Das sind 57 oder so, ne? In der Stunde. 1,50, 10 Minuten. Oder 75? 3, 20, nee, sind 9 Euro, oder? 9 Euro? Müsste. 9 Euro die Stunde. Ja, das geht ja. Es ist ein Heidenspaß, kann ich auf jeden Fall sagen. Wir sind da wirklich wie die, also Dion hat es erstmal überhaupt nicht hingekriegt am Anfang. Der ist irgendwie City-Scooter so ein bisschen gewöhnt und konnte das gar nicht.
Und wir sind an einem zweiten Tag auch nochmal gefahren, da war es ganz besonders schlimm, da hat es nämlich geregnet und alles war nass und seine Schuhe waren richtig glatt und man muss sich am Anfang so abstoßen, um überhaupt voranzukommen. Und das war, glaube ich, mein Highlight, die und da richtig schön abkacken zu sehen. Die war das richtig unangenehm, weil die Leute auch alle geguckt haben, so, oh, der Dumme, der schafft's nicht und so. Und ich bin nur um ihn rumgefahren im Kreise, hab mich bepisst ohne Ende. Aber als wir die Dinger das erste Mal ausprobiert haben, sind halt echt wie die Assis durch die Fußgängerzone. Und ein, zwei Mal habe ich halt so Typen fast umgefahren, weil du es einfach nicht raffst so, wenn da einer um die Ecke kommt. Und so richtig schön den Disrespect drauf, weil wir ja letztes Jahr noch in Rom waren, sage ich halt dann so Scusi als Entschuldigung, was aber Italienisch ist statt Spanisch. Und die Person richtig, richtig sauer guckt mich an. Und ich denke mir so, ja, okay, ich kann South Park verstehen. Die Leute auf ihren Rollern, das sind schon Hurensöhne. Aber war gut. Kann man mal machen. Ich denke auch. Aber ich bin gerade irgendwie ganz schön empört darüber, dass ich den einmaligen Moment in meinem Leben verpasst habe, in dem Dion irgendwas unangenehm ist. doch. Ich glaube, es passiert nie wieder. Ich denke auch, ja. Also zumindest zeigt das nicht, wenn das bei ihm öfter mal der Fall ist. Wie hat sich das geäußert, mal so gefragt? Er war halt wirklich schon aggressiv, würde ich sagen. Ich will jetzt auch nicht zu sehr lästern. Wir sind ja nicht die Lasterschwestern. Aber, also, man hat schon gemerkt, er hat gerade richtig keinen Bock. Und ich habe ihm noch gesagt, soll ich so anschieben und so. Und dann halt wirklich, dass er sagt, nee, ist alles scheiße, ist doch dumm und so. Und ich natürlich obendrauf noch um ihn rumfahrend nur am Lachen. Das hat es wahrscheinlich für ihn nicht besser gemacht. Aber nach einer Zeit ging es ja. Ich will ja nicht lästern, aber so ein Dion hat es verdient. Ja, das stimmt. Jedenfalls manchmal. Manchmal, nicht immer. Ja. Thema Lästerschwestern. Kennst du schlechte Podcasts? Einige, muss ich sagen. Ziemlich viele sogar. Fast jeden Podcast, von dem ich schon mal gehört habe. Brennpunkt Internet. Ja, der zum Beispiel. Der ist auch richtig. Was ist denn das? Was ist was? Das ist ein Podcast. Es geht irgendwie gefühlt die ganze Zeit nur um Political Correctness, Feminismus, Links, Gregor Gysi, ja, Kant, die Gelbwesten-Wespe, ja. Ja, aber da muss ich die Leute aber auch ganz kurz in den Schutz nehmen, weil wenn die einen Wochenrückblick quasi machen, ja, und auf der Welt gerade nur so eine Scheiße passiert, ja, haben sie sich vielleicht nicht das beste Konzept ausgedacht, weil da redet man ja jede Woche nur über Scheiße. Entschuldigung, dass ich gerade aus der Rolle falle. Was hast du gerade gesagt? Die Jungs. Die Jungs, ja. Die Jungs von Brennpunkt Internet musst du in Schutz nehmen. Ja. Okay, vor allem mein Ding. Entschuldigung, okay, back to the Rolle. Ja, aber weiß ich nicht. Ja, ist halt scheiße. Es ist wirklich scheiße, muss man auch so sehen. Also was sind denn das für Leute? Das sind doch irgendwelche unerfolgreichen Personen des öffentlichen Desinteresse. Ja. Mhm. Da geht ja nichts. Der eine, ja. Ah, ich glaube, ja. Der eine ist mal an einer Bürgermeisterwahl gescheitert und der andere an einer Millionärswahl. Ja. Also das ist eigentlich, man sollte sich ja nicht so von Leuten beraten lassen, die im Leben nichts geschissen kriegen. Das stimmt. Machen die Beratung, ja. Hört lieber uns. Ja, also hier wir können die Leute auf jeden Fall hier richtig gut beraten. Ich habe noch eine gute Beratung hier direkt vor Ort. Macht nie Siesta. Ja, um einfach nochmal kurz von diesem Malle-Thema na, vielleicht wegzukommen, vielleicht willst du auch noch was dazu sagen, weil du hast ja auch neulich schon wieder Malle-Musik gehört und wir waren ja auch kurz mal am Ballermann. Was ist das denn bitte für eine Überleitung? Du hast doch kürzlich auch schon mal Malle-Musik gehört, Alter. Ja, ich habe auch kürzlich schon mal eine Möhre gegessen. Ja. Was würde ich nicht machen, wenn du mich beraten willst? Siesta. Das ist die dümmste Erfindung, die es je gab. Diese ganzen faulen Schweine, ja, da machen die ganzen Läden um 4 zu. Was ist denn das für eine Scheiße? So. Oha. Ja, hast du noch nicht gehört von Siesta? Das ist ja schlimmer als München. Es ist schlimmer als alles. Naja. Die machen um 4, ganze Woche über 4, um 4 dicht, oder was? Na, die machen dann später wieder auf. Aber die machen halt so eine lange Mittagspause quasi. Ach so, ach ja, nee, klar, das machen die in den Südländern manchmal, weil das so warm ist. In den Südländern. Aber Winter. Ja, ist doch Süden, oder? Ja, natürlich, aber weil Südländer sind, hatte ich gedacht, sind Menschen. In Südländern, meine ich. Ach so, Südländer. Südlichen Ländern. Ja, ist Siesta auf jeden Fall richtig dumm, an mehreren Ecken da angestoßen. Und vielleicht einmal kurz noch eingehakt, danke Dion zu sagen, denn wir haben ja kostenlos übernachtet.
bei Verwandtschaft, nicht Verwandtschaft. Hast du jetzt Keuchhusten? Ich habe keinen Keuchhusten. Wie sich herausgestellt hat, bin ich dagegen geimpft gewesen, vor 5 Jahren. Hat meine Mutter extra irgendwie den Arzt angerufen, weil ich meinen Impfausweis nicht mehr gefunden habe. Und dann habe ich drauf geschissen. Und während ich dann quasi auf dem Weg nach Mallorca war, hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, der Arzt sagt, du bist geimpft. Also alles gut, was das angeht. Aber wir sind da in familiäre Konflikte reingerutscht, sage ich mal. Das passiert auch andauernd, oder? Die haben sich irgendwie vor einem halben Jahr da mit 2 Parteien quasi so eine Wohnung geholt. Übrigens 1.300 Euro Miete, keine Heizung drin. Habe ich alles in Erfahrung gebracht. Ja, nein, nachts ist schon kalt im Winter. Also es waren schon, nachts waren draußen irgendwie 6, 7 Grad. Und wenn du da irgendwie keine Heizung drin hast, kann schon sich das alles mal, ist ja auch kein Teppichboden und so, war dann alles Marmor. Aber ich will mich nicht beschweren, es war kostenlos, waren alles coole Leute. Das nicht, ja. Aber wir sind da halt mitten in so einen sozialen Hotspot reingefallen, sag ich mal. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber danke, Dion. Danke. So. Ja, was ist bei dir passiert? Jetzt will ich das aber mal erläutert hören. Die haben sich gestritten. Wie und was hat Dion dann gemacht? Nee, Dion hat ja nur dafür gesorgt, dass wir da überhaupt untergekommen sind. Deswegen danke, Dion. Ach so. Zu 50% danke, Dion, ironisch. Ich sag auch nochmal danke. Ja, zu 50% ironisch, zu 50% ernst gemeint. Ja, wie gesagt, 2 Parteien und dann haben die sich halt wegen diversen Gründen so auseinandergestritten und wir sind quasi in der Endphase vom Zerfall dieser Wohngemeinschaft da untergekommen. Quasi zum Epilog, ja, der menschlichen Zerkeilung. Genau. Genau das. Ja, das klingt ja nach Spaß. Ja, die ziehen dann jetzt auch wieder aus. Die, wie gesagt, vor einem halben Jahr. Warst du noch in der Phase anschreien oder nicht mehr miteinander reden? Nee, anschreien ist nicht passiert, weil es waren auch nicht mehr alle da quasi. Aber es war ein sehr präsentes Thema. Ja, aber ich meine, ich kann das ja auch ausblenden. Ja, das ist ja, jetzt hat mich jetzt wirklich nicht runtergezogen. Ich wollte nur noch mal eine spitze Richtung Dion abgeben. Ja. So. Nee, auf jeden Fall ist auch irgendwie eine glückliche Situation geworden. Wer kennt es nicht, ne? Man muss gerade irgendwie eine Hausauflösung planen, ja. Ist mit seiner Familie verstritten, emotional am Ende. Ja, warum nicht irgendwie ein Deutscher bei dir pennen lassen, der Angst vor Keuchhusten hat? Ja. Ich glaube, das macht die Sache noch mal ein bisschen locker. Es war alles entspannt. Sind halt Kinder dann dabei gewesen und das war auch so eine Sache, die Dion unangenehm war. Sie werden jetzt doch noch die letzte. Scheiße, hatten die blaue leuchtende Augen? Nee, die hatten keine blauen leuchtenden Augen, aber die haben halt dann rumgetobt, ne? Und Dion wollte in Ruhe seine Netflix-Serie gucken. Ist das schon wieder so? Oh mein Gott! Das ist ja furchtbar. Ja, also für ihn war es in dem Moment sehr unangenehm. Ich habe ja da kein Problem. Ich bin ja erprobt im Kindergarten. Und da kann ich mit der Lautstärke. Aber ja, Dion wollte halt was auch immer gucken. Egal. Vielleicht letzte kleine Anekdote noch, die so ein bisschen für meinen oder vielleicht auch unseren mentalen Zerfall steht. Wir haben so eine Riesenflasche da. Du musst dir überall Wasser kaufen, weil das Leitungswasser, da kriegst du AIDS. Und da kaufst du dann so 8 Liter Flaschen, solche riesen fetten Bottles. Und ich dachte mir, ey, damit kann man geile Bottle-Flips machen. Hab eine leere mitten in der Stadt in Palma gefunden und hab dann so gesucht, ja, wie fülle ich denn die jetzt auf? Ne? Und hab dann unterwegs so alle Flaschen, die ich gefunden habe, darin entleert. So kleine Bierdosen und so richtig räudiges Gesöff. Und sind dann halt bestimmt noch eine Stunde durch die Stadt gezogen, um so 1,5-2 Liter an Flüssigkeit zu finden. Bis uns dann aufgefallen ist, dass wir ja in einer Stadt sind, die am Meer liegt. So. Auf die Idee sind wir halt überhaupt nicht gekommen, dass wir einfach vielleicht kurz die 500 Meter zum Wasser laufen könnten. Also ich hatte jetzt gerade, wie ich mir die Situation vorgestellt hatte, 2 Lösungen. Den Brunnen oder das Meer. Ja, Brunnen haben wir ganz am Ende dann gefunden tatsächlich. Und als ich den gesehen habe, kam mir dann die Idee mit dem Meer. Naja, wie gesagt. Kann es sein, dass du manchmal nicht lebensfähig bist? Das kann durchaus sein. No offense. Das kann sehr, sehr, sehr gut sein. Okay, nee, gut, mir passiert auch manchmal Schnitzer. Nee, aber im Grunde alles schön. Auf der Rückfahrt war auch nochmal schön, da habe ich dann mit David noch zusammen Two-Headed Pre-Release Magic gezockt, deine große Leidenschaft. Also Two-Headed heißt... Ja, der eifrige Kadett. Der eifrige Kadett, deine beste Karte. Two-Headed bedeutet einfach nur, dass wir als Team quasi so ein Turnier gespielt haben. Das war ganz witzig. Ach, schön. Da war so ein Rollstuhlfahrer. Und diverse Leute, die ich jetzt nicht namentlich erwähne, haben sehr witzige Witze gemacht.
Über Rollstuhlfahrer. Aber der Rollstuhlfahrer an sich, ja, so nach dem Motto, man spielt in der ersten Runde da so und man sieht den so und später kommt man wieder und dann heißt es so, ey, der sitzt ja immer noch hier, was soll denn das? Alles sehr schön. Habe ich mich gefreut. Der war nämlich auch so echt cool. Also der hat mich echt ein bisschen an Peter erinnert. Hat auch selber Witze auf seine Kosten gemacht. So muss es sein. Ah, das ist wirklich am herrlichsten, ja. Da ist man nicht so, ich muss anders mit ihm umgehen. Ich meine, man will es immer nicht, aber man macht es automatisch ein bisschen. Selbst, ich merke es sogar bei Peter, dass ich manchmal zu ihm anders bin, als ich jetzt zu jedem anderen wäre. Sowas. Da muss ich mich immer voll zusammenreißen. Obwohl er so locker ist. Meinst du, ihn spuckst du nicht immer an, oder was? Wie? Also, du weißt wer, wenn man mit Peter unterwegs ist, wer da wen anspuckt. Das weiß ich leider nur zu gut. Ja. Ich erinnere an eine schöne Freibad-Szene, als wir die gute Idee hatten, ich weiß auch nicht, die wollten ihn irgendwie hochschmeißen. Ja. Im Freibad. Und er hing dann so mit seinem Kopf über mein Gesicht. Echt? Wo war denn das? In Bad Berka. Wir wollten ihn so ein bisschen hochschmeißen, dass er irgendwie Rückwärtsseite macht oder so. Boah, ey, ich sehe, wie die scheiß Rotzflanke da runterkommt. Naja, boah, ey, da hatte ich echt die Angst meines Lebens, ne? Ist nichts passiert, aber eieiei. Ja, gut. Weil er fand das auch lustig, deshalb kann ich so, sonst würde ich da wahrscheinlich nicht anders drüber reden, aber uiuiui. Ja. Ich mag ja, also gerade so Spooky mag ich ja gar nicht. Wenn du aber gerade im Wasser bist, ist es doch auch nur halb so schlimm, oder? Das ist, also, es ist vielleicht weniger schlimm, aber das ändert nichts, dass es sehr schlimm ist. Das ist wie meine Beobachtung, die ich jetzt neulich hatte, bin ich mit Franz unterwegs gewesen, für dieses Jahresabschlussvideo so Intro, Outro, Zwischenclips zu machen. Und dann dachte ich, na komm, mach mal den alten Gag nochmal mit dem, haha, ich krieg Wasser in den Mund, ja, und rede dabei, weil das finde ich immer noch witzig einfach. Und dann meinte Franz so kurz im Spaß, hey, ich könnte dir in den Mund pissen. Und dann ist mir aufgefallen, naja, gut, wenn es für ein Video ist, da könnte ich ja mal drüber nachdenken, da ist irgendwie meine Ekelgrenze wesentlich geringer. So normalerweise würde ich da überhaupt nicht drüber nachdenken, mir in den Mund zu pissen, mir in den Mund pissen zu lassen. Aber ja, für ein Video, ne? Kann man ja mal machen. Ich kenne, ist dir bekannt, was Drachenlord in den letzten Wochen so gemacht hat? Auf diversen Plattformen. Der Pornhub-Kanal. Also ich weiß nur, dass es ein Wix-Video von ihm gab oder so. Er hat da richtig aktiv, also da könntest du auf jeden Fall Content produzieren. Ach, mit in den Mund pissen oder was? Ja, genau, so Fandom heißt das doch, so Shipping. Und da pisst er die halt in den Mund. Ach, eher mir. Er hat nicht solche Videos jetzt gemacht. Also, ich weiß ja nicht, ob du da ausführliche Recherche betrieben hast, aber... Ich lese den Altschauerberger Anzeiger. Gibt's den, ja. Da ist genau beschrieben, was Drachenlord in seinen Pornvideos macht und mir reicht das. Ach so, du liest das dann quasi, damit einfach deine Fantasie noch ein bisschen wandern kann. Ach, mir ist meine Fantasie da, glaube ich, viel lieber als die Realität. Ist nicht immer so, aber in dem Fall schon. Also ich habe mir tatsächlich ein Wix-Video angeguckt von ihm, aber das war es dann auch. Das war aber auch zu einem Zeitpunkt, wo sein offizieller Kanal, glaube ich, schon gelöscht war. Ich habe den auf jeden Fall nicht gefunden. Aber rein aus Interesse habe ich mal reingeschaut, aber ist halt auch nichts Spannendes einfach. Ist halt einfach nur er, wie er sich spielt. Die Frage, wie ästhetisch das bei diesem Körper ist. Nicht so. Hast du das durchgeguckt und bis zum Ende oder nee. Durchgeklickt, durchgeskippt? Ich habe da mal kurz draufgeklickt, habe einmal durchgeskippt oder so und habe es dann auch wieder gelassen. Also, ja. Ich weiß nicht, ich finde das er ist nicht so schön, ehrlich gesagt. Er ist jetzt auch nicht so gut bestückt. Und dann macht das alles noch ein bisschen komischer, finde ich. Weil er dann halt eher so in sein Fett reinschlägt, sage ich mal. Ist ja auch egal, muss er jetzt nicht auseinandergenommen werden. Nein, wir können da gerne noch so unterhalten. Mich hätte es nur interessiert, ob er fernab von Wix-Videos noch mehr da online gestellt hat, weil das habe ich einfach nicht so verfolgt. Aber wenn du das gelesen hast, dann weißt du da vielleicht mehr. Das kannst du rausrecherchieren. Ich weiß, dass er halt wirklich auch unter der Dusche und hier und da und jenes und dies, ne? Was man bei ihm nicht hat, sind natürlich so Pärchensachen. Da kommt man nicht auf seine Kosten. Was auch immer die Kosten sind, ich glaube, es gibt keine Videos, wo er mit einer Frau schläft, aber ich glaube, es gibt auch einfach keine Situation jemals, wo er mit einer Frau geschlafen hat. Meinst du? Naja, das ist... Also, ich denke mir... Ja, es gibt ja genug Leute, die weiblich sind und so Drachenlord sind. Nee, also es gibt ja genug Leute, die... Ja, Drachenlord und weiblich gibt's ja schon auch. Und warum sollten die sich nicht irgendwie auch mal finden? Na hä, weil er Ansprüche hat. Der ist ja... Ach so.
Nein, keine Ahnung. Das ist ja, als wäre man behindert und würde sagen, ich will keine behinderte Freundin. Ja. Das ist doch mein Problem. Das geht. Ach so, ich habe da auf was anderes angespielt, aber ist egal. Gut. Ja, Drachenlord. Stell dir mal vor, man ist so ein Drops, ja, so ein Trottel, so ein Nerd, ja, der total in seinen Gedanken festhängt und nur dumme Witze macht, der aber keine Frau will, die ein Drops, ein Nerd ist und nur dumme Witze macht, ne? So, mein Leben. Das stimmt. Das stelle ich mir wirklich. Wie, ja. Nein, eigentlich will ich nur, dass eine Frau mir Essen gibt. Du willst erobert werden? Nein, ich will nur was zu essen. Soll sie providen für dich oder soll sie dich einfach. Sie umgarnt dich mit Essen oder wie meinst du? Nein, aber gibt's etwas Geileres, als wenn dir jemand Essen gibt? Naja, gut, das macht ja auch der lokale Bäcker für mich. Ja, aber der, weißt du, das ist halt was anderes. Stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin, ja, und hast da jemanden, der sagt: Ey, Alter, für dich habe ich gerade Essen. Ja, doch. Ha? David hat mir ein Dürüm ausgegeben. Da habe ich auch so ein Gefühl gehabt. Ja, genau. Genau, sowas. Ja. Gut. Frauen. Wah, sage ich da. Das sage ich auch immer. Sprichwort Frauen. Nein, kurze Schätzfrage. Vor wie vielen Minuten und Sekunden haben wir den Faden verloren? Ja, kommt drauf an, seit wann der Podcast geht. Ich glaube, seit ungefähr einer halben Stunde, also ungefähr da. Okay. Das ist ja der Faden, der sich hier durchzieht, der nicht vorhandene. Also genau, das ist ja auch das, was die Genialität ausmacht. Ja, andere Leute oder andere Podcasts, nenne ich sie jetzt einfach mal, irgendwelche Brennpunkte oder sowas, wo auch der Name schon geklaut klingt, die versuchen da mit Struktur und so, und das ist ja auch auf Dauer einfach langweilig. Man will ja darf ich bitte ganz kurz jemanden grüßen? Grüß mal jemanden. Ich würde gerne den Max grüßen. Der hört das, der hat nämlich erzählt, dass er es immer hört. Hallo Max. Welcher Max? Der Lord Abaddon? Nein, nicht Maximilian. Der Max. Einfach nur Max. Ja. Okay, ja, Grüße an Max auch von mir. Gut. Wir hatten nochmal das Thema, übrigens habe ich da auch nochmal im Nachgespräch mit David kurz drüber gesprochen. Deine alten Songs. Ich glaube, er war echt ein bisschen traurig, dass du das nicht mehr machst. Also mir gegenüber vermittelt er den Eindruck, dass, was er auch wörtlich so sagt, dass die alle scheiße sind. Ja, ist ja egal. Es kann ja in der Scheißigkeit trotzdem was Gutes sein. Also zu mir hat er auf jeden Fall gesagt, dass das Watch Dogs Ding einfach genial ist. Oder ich glaube, genial war das Wort. Und es kann ja in der Scheißigkeit einfach gut sein. Ich meine, Max Payne 3 ist ja auch scheiße und trotzdem ist es ein Ohrwurm und trotzdem ist es irgendwie ein geiler Song. Das beruhigt mich ehrlich gesagt, dass David mir nicht sauer ist. Dass er dir nicht sauer ist? Ja, der war mir doch sauer. Wegen was? Weil ich sein Klo zugeschissen habe und ich sein Gästeklo genommen habe. Ach so. Ja. Nee, die Songs. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass der ein Gästeklo hat. Ja, der. Stell dir mal vor, ihr habt Karten gespielt, ja, ich denke so, ich muss mal kurz wohin, ne? Hätte ich jetzt gefragt, hey David, welches deiner Klos soll ich benutzen? Das wäre total komisch gekommen. Ja, eben, also ich habe den Konflikt an dem Punkt überhaupt nicht so ganz verstanden. Was war hinterher, oder warum du nicht gefragt hast, oder was? Er hätte ein Gästeklo gehabt. Nee, nach Klo, das Problem war doch irgendwie, das Klopapier war alle, oder was war da? Nee, das habe ich ja ausgewechselt. Ich habe gedacht, dass das das Problem war, dass du irgendwie... Nee. Das Klo, naja. Ja, das hätte er ja auch lösen können, indem er das Klopapier vom Gästeklo nimmt. Also das nimmt sich ja auch nicht so viel. Ja. Ja, also ich hab das nicht als großes Problem wahrgenommen. Aber mir sauer. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, weil er hat ja danach gesagt, dass meine Songs genial sind. Das tröstet mich. Ja. Ja, und dass er traurig ist, oder was heißt traurig, aber dass er es schade findet, dass da nichts Neues kommt. Aber... Larry McLessig hat da ja vielleicht noch ein Wort mitzureden. Aber was erwartet er von einem erwachsenen 24-jährigen Typ, der sich jetzt auch langsam mal in der richtigen Welt zurechtfinden möchte und nicht in der Welt von Nintendo? Das war eine schwere Zeit. Dass ich das mal noch höre, ja, gut, aber dass das nicht irgendwie 100% ernst gemeint ist, das muss ja irgendjemand durchsteigen können, der halbwegs einen dreistelligen IQ hat, oder? Der Fuchs? Der zum Beispiel. Dorffuchs? Ja. Dorffuchs? Na gut, also wenn ich mal irgendwann ganz wenig mit meinem Leben anzufangen weiß und ganz vielen Mikrofon zu Hause habe,
dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach, dann was zu machen. Ja, also das mit diese Larry-Sache, die ist halt auf dem Papier schon genial. Das muss passieren. Egal. Die muss auch passieren, weil ich gesagt habe, ich mach's. Und bald werden sie alle hören, wie du sagst, dass du es machst. Ja, seid gespannt. Gut, also... Ach, übrigens, ja. Die verschollene Folge kann erst hochgeladen werden, wenn mangels Klickzahl der Brennpunkt-Internet-Podcast abgesetzt wurde. Das hast du jetzt gesagt. Ihr habt's gehört? Was soll ich machen, was soll ich machen, wenn Tino noch eine Woche krank ist? Wir sind doch im Zeichen, den Brennpunkt Internet zu besiegen, oder nicht? Nicht zu besiegen, zu zerstören. Ja. Zerstören ist ja das Wort auf YouTube. Ja. Ja? Ja. Also Leute, alle ganz viel bei Brennpunkt Internet draufgehen und denen in die Kommentare schreiben, dass die zerstört werden. Die Jungs. Die Assis. Und ich check mal kurz. Alles klar, die Zeit läuft noch. Super. Ja, also ich habe jetzt hier auch noch eine Zeit vorliegen. Wir haben noch 20 Minuten irgendwie so. Nö, ich muss mal gucken, ob mein Audio noch läuft. Ach so. Und das nimmst du jetzt mit deinem, was hast du gesagt, Betriebstelefon? Firmenhandy. Ist ja fast das Gleiche. Du bist halt jetzt groß im Business, ja? Ich muss sagen, mir gefällt echt wenig an diesen Apfeltelefonen. Aber ich glaube, die Soundqualität ist echt ganz gut. Was für Telefone? Apfeltelefone. Apfel. Mhm. Ach, Apfel. Ah, ja. Ich verstehe. Ja, keine Ahnung, ich wurde ja jetzt auch gefragt, weil ich mir ein neues Handy holen möchte. Ich habe jetzt auch nicht so das Verlangen, umzusteigen, aber einfach nur, weil man es halt gewöhnt ist. Und ich denke mal, wären Apfeltelefone... Also ich finde es in vielerlei Hinsicht nicht nutzerfreundlich, aber da dürfen sich die Geister ruhig scheiden. Ich bleibe bei meinem... Blackberry. Ja, der ist gut. Der ist gut. Ja, doch. Ja, aber jetzt nochmal klar, weil ich habe mir den verschollenen Podcast schon angehört. Da wird es auch noch nicht so ganz klar, was da jetzt gerade ist. Und das weiß ja auch nicht jeder. Du bist jetzt gerade in Köln. Deswegen hast du ja auch, oder vielleicht nicht deswegen, sondern aus Mitleid, hast du mit Cripple2Go gefilmt in Köln. Mhm. Und ja, wie ist es denn? Naja gut, also mir kam das ganz recht, dass ich mal wieder ein bisschen rauskam. Ich habe die letzten, also bis Montag, Mittwoch, dem Nachmittag habe ich nicht so viel gemacht und dachte ich so, oh, jetzt habe ich wieder Bock, irgendwas zu machen. Und da kam mir das ganz gelegen, dass ich mal was mit dem Peter mache, ne? Und ja, dann sind wir ein bisschen in die Stadt gegangen und mussten halt Leute anquatschen, um dieses Interview da zu machen, was noch nicht online ist. Wir haben ja nicht den neuen Dancer gefilmt, wir haben ja auch was über, bei uns habt ihr es zuerst gehört, Neujahrsvorsätze gedreht, aber mehr verrate ich jetzt nicht. Und mussten dafür halt Leute kriegen, halt ein Interview zu geben, ne? Und es war kalt, es war ekelhaftes Wetter, alle waren so Rush-Hour-mäßig irgendwie so. Und wir haben irgendwie so 15 verschiedene Gruppen und Leute angequatscht und die wollten alle kein Interview und wir hatten so richtig schlechte Laune schon. Sind dann in die DB-Lounge gegangen, weil Peter ja zum Glück so eine krasse Bahncard hat. Und da darf er mal einen mit in die DB-Lounge nehmen. Ja. Und so, Alter, ey, ich hab keinen Bock mehr. Da war mein Gedanke so, ach, das ist eigentlich, ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache das nicht, wie fühle ich mich dann heute Abend? Ne? Da habe ich wieder irgendwas nicht hingeschissen bekommen. Da habe ich einfach gesagt, so, wir gehen jetzt, ist mir scheißegal, ob es dunkel ist, ist mir scheißegal, ob dir die Finger abfrieren. Wir laden jetzt so lange Leute an, bis wir wenigstens 3 Interviews haben. Okay. Dann sind wir rausgegangen, wieder zig Absagen gekriegt, alle so keinen Bock. Nee, lass mich mal, nee, leider nein, nicht böse sein und so weiter. Ne? Ach, auch in Köln, ne? Wenn du angelabert wirst, der erste Eindruck ist, der will irgendwas. Ne? Weil du halt oft von so Bettlern und so angeredet wirst. Gut, gibt's auch die Zeitschriftenverkäufe, die ganz gut sind. Ach, witzig, haben wir auch eine Anekdote aus der U-Bahn, aber später dazu mehr. Und dann irgendwann nach dem 6.7. hat es dann endlich die erste Person oder die erste Gruppe, das waren so zwei jugendliche Touristen, die gerade einen Dom fotografiert hatten, hat es ins erste Interview geklappt und dann ist die Sache gelaufen, haben wir 4 oder 5 Stück gemacht und da hatten wir dann gute Sachen im Kasten. Aber das ist das, ne? Hätten wir nach dem 17. Mal gesagt, Alter, wir haben es 17 Mal nicht geschafft, jetzt hör mal auf, ne? Dann wären wir dann mit einem völlig anderen Gefühl rausgegangen als bei diesem 18. Mal. Ja. Das war echt ein schönes Ding. Ja, das ist ja, das kennst du ja auch schon vom Skateboardfahren alleine, diese Mentalität. Ja, einer geht noch und dann werden sie aber doch noch 20. Das ist so eine Sache, die würde ich auch gerne öfter auf. Aber ich glaube, da ist es eher, weil man denkt, ach komm, ich habe noch mal Bock, ach komm jetzt, ach jetzt habe ich noch mal Bock. Aber so wirklich so, wir hatten keinen Bock. Wir wollten eigentlich so, ach komm, ey, wir können jetzt irgendwie ins Warme gehen. Nee, wir haben jetzt aber wirklich auch gegen unseren, sage ich mal, gegen unsere Enttäuschung gegenmotiviert, auf die Gefahr hin, dass wir noch eine Zurückweisung und Absage kriegen.
Oder sehe ich das falsch bei Skateboarden? Das ist ja eher so, dass man noch Bock hat. Ja, man hat schon, ja, man hat Bock, es zu schaffen, sage ich mal. Aber nach 20 Versuchen, wo man irgendwie auf die Schnauze fliegt, hat man jetzt nicht unbedingt Bock auf den Trick an sich, würde ich sagen. Da ist, also es stimmt schon ein bisschen, aber nur zum Teil, würde ich sagen. Aber für mich auf jeden Fall. Aber ich glaube, beim Skateboard hat man so ein bisschen das Feedback, dass man gerade besser wird, oder? Ja, das stimmt. Das ist natürlich jetzt für eure Sache auch ein bisschen die Frage, ob ihr vielleicht durch den ersten Erfolg, den ihr dann habt, so ein bisschen noch eine offenere oder angenehmere Attitüde hattet und deswegen die anderen dann eher zugesagt haben, dass es nicht nochmal 17 Versuche gedauert hat. Ich glaube auch, dass es damit ein bisschen zusammenhängt, aber das ist, glaube ich, so ein allgemeines Ding, dass wenn du deinen ersten Erfolg hast, dass es dann erstmal eine Weile läuft. Ne? Ja, aber klar, das ist halt wie wenn du erstmal Hardtake machst zum Aufwärmen, ne? Erstmal eine Hardtake. Warm-up. Ach so. Ja. Ja. Du musst ja ein Warm-up machen. Ja, das haben wir nämlich im allerersten Podumcast erzählt. Diese Warm-up-Geschichte. Gut, dass du sagst, ich hätte es nämlich gleich nochmal erzählt mit diesem Kamerateam, wo wir auf die Wiese gehüpft sind und Warm-up gemacht, wie sonst auch immer. Und wir haben das noch nie gemacht. Ja. Nee, aber stimmt schon. Also so ein Eisbrecher kann man schon manchmal gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ist noch mit deiner anderen Anekdote gewesen? Zeitungsverkäufer? Ach nee, es ging noch um diesen, es gibt doch häufig in Großstädten solche Zeitungen von Obdachlosen oder so obdachlose Zeitschriften. Ja, habe ich jetzt in Berlin auch wieder aggressiv mitbekommen. Naja, aber es gab ja auch den Typen, der in die U-Bahn eingestiegen ist und einfach mal so einen Text aufgesagt hat, aber viel zu leise war und kein Mensch hat ihn verstanden. Ach, da redest du von unserem Event. Ich dachte jetzt tatsächlich noch was in Köln. Ja. Nee, weißt du, welches ich meine? Ja. Das war herrlich. Das ist als wären wir dabei gewesen. Okay, nächstes Thema. Als wären wir dabei gewesen. Nee, das ist ja auch dann so ein bisschen zu Running Gag geworden. Ja, Leute, ich weiß, das nervt euch ganz doll. Ich weiß nicht, ob ihr es wüsstet, aber ich brauche Geld. Ganz kurz, weißt du, woran ich jedes Mal denke, wenn ich eine Story erzähle, die für mich geil und krass ist, aber ich krieg sie einfach nicht drüber gebracht? Nee. Erinnerst du dich noch an diesen Podcast mit Markus? Ein Podcast mit Markus? Oder meinst du ein Feedback? Nee, Feedback mit Markus meine ich. Die Johannita oder was? Und dann habe ich halt die Uhr genommen und habe sie halt wiedergegeben. Okay. Das war so, dieses ganze Ding ist so unangenehm. Das war im Mund zu aus, wird irgendwie 16 oder so gewesen sein, mit Markus halt noch drauf, ne? Ja. Ja, Markus. Feedback so wie damals, das müssen wir mal wieder machen. Das machen wir. Da laden wir mal alle wieder ein. Meinst du die ganze alte Besetzung? Die ganze alte Besetzung. Trommeln wir mal alle zusammen. Okay. Und dann, also an mir liegt's nicht. Dann essen wir mal noch ein paar schöne Nougat-Bits. Ja. Weil Essen im Podcast ist ja gut. Beziehungsweise das Nostera-Feedback ist ja kein Podcast gewesen. Ja, da war ja einfach... Aber dann haben wir auch immer gegessen am Anfang. Ja, das stimmt. Es war einfach ein visuelles Erlebnis für die Zuschauer. Ja, gab es auch so einige Running Gags. Im Endeffekt, die Mädels haben immer nicht mitgemacht, die haben sich nur mit sich selbst unterhalten. Kalle ist irgendwie nach 5 Minuten in seinen eigenen Mord abgedriftet und im Endeffekt haben sich dann 3 Leute unterhalten. So. Ja. Robert, du nicht oder so. Aber es war schon gut. Ich bin auch bis heute erstaunt, was das teilweise für Klickzahlen erreicht hat. Ist schon echt erstaunlich. Naja, they peaked in 2014. Ja. Denk ich da mal. Ja, man kann sich ja neu erfinden und neu peaken. Naja. Aber ich habe auch seitdem, ich gucke ja immer mal so nach, ja. Also das Peaken kam ja schon durch die Millionärswahl. Absolut. Das ist einfach eine krasse Medienaufmerksamkeit gewesen. Aber es gibt einfach sehr selten noch solche Sachen, wo du einfach dich bewirbst für irgendeine Show, was jetzt nicht vielleicht irgendein Dreckskochen ist oder so. Da habe ich auch Bock drauf, das war eigentlich lustig. Ich gucke immer mal. Bin immer ein bisschen sauer, dass Jochen mein Essen weggeschmissen hat, das war eigentlich super. Das ist so absurd, das hatten wir neulich erst wieder, weil wir haben bis jetzt noch, wie lange ist das jetzt her? 1,5 Jahre oder so? Ach, tough, oh Gott. Bis jetzt noch, ja, also ein Jahr ist es mindestens, vielleicht ist es schon länger, ich weiß es gerade nicht genau. Warte mal, ich glaube, da habe ich schon gestreamt, oder? Keine Ahnung. Haben wir nicht irgendwie gestreamt, wie wir die Folge gucken oder uns zumindest gefilmt dabei oder genau, so? Genau, mit dem Spiegel, oder? Genau, ja, richtig gute Idee. Damit wir nicht verklagt werden, haben wir den Bildschirm abgegriffen mit einem Spiegel. Aber wie du auch immer sagst, ne, hätte sie einfach nicht gesagt, aber ich mach das wirklich, ich sag das jetzt nicht nur so. Ne? Hätte sich das einfach gekniffen, wäre es doch voll in Ordnung gewesen. Ja,
Aber was ich ursprünglich sagen wollte, ist, dass wir bis jetzt noch die Gewürze haben, die sie damals wegschmeißen wollten. Gewürze, als würden die schlecht werden. Ja? Also die haben ja da den Tisch voll mit Essen gehabt und haben nur gesagt, ja, braucht ihr jetzt noch was? Weil Maggie dann irgendwie die Letzte war, die gefilmt hat. Ja, sonst würden wir das jetzt hier alles wegschmeißen. So. Und bis heute haben wir noch die Gewürze davon. Das ist so krass, ne? Und denk mal, jedes Mal, wenn so eine Folge ausgestrahlt wird, wird die Hälfte von so einem ganzen Tisch weggehauen. Ja. Das, da gehöre ich aber wirklich zu den ganz altmodischen. Ich hasse es, wie die Pest, Essen wegzuschmeißen. Das kann ich nicht. Das stimmt. Ich mache es trotzdem ab und zu mal wieder, weil, also wenn man was vergisst und so, weil es passiert halt. Aber jedes Mal denke ich mir so, oh nee, Alter, das ist so unnötig. Ja. Aber das Allergeilste, wenn wir gerade hier im Lästerschwester-Modus sind, ich bin 10 Tage nicht da, ich komme wieder und dieselbe angefangene, verschimmelte Kräuterquarkpackung steht immer noch im Kühlschrank. Richtig geil. Wenn dann so aber schon sie steht im Kühlschrank. Offensichtlich hast du sie dort gelassen. Nee, das war nicht meine. Franz hat da irgendwie so eine Woche, bevor ich weg bin, hat er damit gekocht oder so. Und seitdem stand es halt im Gemeinschaftsraum. Und hat dann so schöne kleine Blümchen drauf gehabt schon. Kleine Schimmelblümchen. So Schimmel, ja. Ja, wenn der Schimmel langsam schwarz wird, da wird's lecker im Kühlschrank. Naja, aber ich will ja keine Namen nennen. Ja. Ja, der Franz, dessen Namen man nicht nennen sollte, ist richtig. Ja. Also ist immer noch eure Haushaltssituation so, dass ihr euch nicht geeinigt kriegt, weil jeder nur 70% von seinem Scheiß macht? Ja, aber ich kann dir sagen, es ist wirklich manchmal so, man macht den Kühlschrank auf und es ist, als würde man bei so einer Schimmelfabrik, ja, hinten das Rohr, wo so der Schimmel dann rauskommt, da würde man sein Gesicht so ranhalten. Warte mal, bei mir piepst gerade irgendwas? Hallo? Ach du Scheiße. Scheiße. Nee, alles gut. Ja, auch hier jetzt mal keine Namen nennen, aber das war lustig. Da hat eine Person aus dem Nichts einen Rant abgezogen über eine andere Person. Und ich finde das, also ich habe das in meinen aktiven Wortschatz aufgenommen, so eine Art von, ne? Dion hält sein Gesicht an die Dummheitsfabrik hinten dran. So. Es war so gut. Ans Rohr. Also wir stellen es jetzt mal, keine Ahnung. Person XY, 2 Meter groß, Berliner, ja? Ja. Nur so als Bild, ja? Ja. Braune Haare, kaut andauernd Kaugummi. Und Person 2, eigentlich eine ganz kleine Maus, die sich sehr viel schminkt und bei dir wohnt. Ach so, auch jetzt ohne irgendwie Bezug zu Person. Scheiße, das war viel zu viel, Alter. Ja. Naja, aber wir sind ja bei den Lästerschwestern, also dürfen wir auch darüber erzählen, sind was einer von den Lästerschwestern so lästert, ohne jetzt Namen zu nennen. Ja. Naja, aber mal zu einem anderen Thema. Irgendwann hat mal ein Typ gesagt, also hat jetzt damit gar nichts zu tun, dass ein Mädchen aussieht, als hätte sie ihr Gesicht an den Auspuff von der Schminkefabrik gehalten. Der Auspuff auch. Ans Abflussrohr. Nee, der Auspuff. Passt schon. Einmal so rüber. Ja, aber das hat jetzt mit gar nichts zu tun. Ja, das war so random, Alter. Oh, Igitt, Alter. Oh, und die sah aus. Wieso habt ihr die überhaupt reingelassen? Boah, Junge. Alter, die ist doch eigentlich voll in Ordnung. Ja, es war schön. Es hat sich so angefühlt, als hätte sich da irgendwie so ein halbes Jahr was aufgestaut und er konnte endlich loswerden. Naja. Da kam so ein imaginärer, emotionaler, dicker, schleimiger, grüner Kloß raus, der sich das zum ersten Mal so der Hass, wie du sagst, der letzten Zeit entledigt hat, ja. Ich glaube, das war auch gar nicht persönlich gemeint, das musst du nur irgendwo hin. Ich denke auch. Das nächste, was ich noch habe, hast du schon mal Airbnb gemacht? Was heißt, wir waren ja mal bei Patrick, ne? Das weiß natürlich keiner. Dass wir zur Gamescom immer illegal mit bei Airbnb uns reinfuchsen, das ist ja was anderes. Ja? Ich habe es immer ein bisschen selbst schwer. Ich sag immer Sachen und muss immer dann erst so überlegen, weil es höchstwahrscheinlich wieder irgendwas Illegales ist, was ich gedroppt habe. Wahrscheinlich. Naja. Ja, also ich mache das nämlich jetzt in 2 Tagen das erste Mal. Da hat mir Tino, der macht hier so einen beschissenen Podcast, kennst du vielleicht, oder besser ist es, wenn du ihn nicht kennst, irgendwas mit Internet. Ey, der sieht ekelhaft aus, als hätte der seine Fresse, ja, an so eine politisch links verkiffte Feminazi-Öko-Fabrik an den Schornstein gehalten. Hinten ran zum Kotzen. Igitt, Alter. Abartig.
Ja, und dann labert er mich voll so, ja, kann auch sein, dass die in der letzten Sekunde canceln bei Airbnb und du hast keine Versicherung, dann stehst du halt da und so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Das ist in Portugal. Okay, was treibt dich nach Portugal? Ein billiger Flug. Die Wärme, ja. Aber ich habe meine CO2-Abgabe bezahlt beim Billigflug. 1 Euro. Gut, dass du sagst, also geht's. Ich muss nämlich gerade mal eben mein Vitamin D. Friss mal dein Vitamin D. Wir haben nur noch 10 Minuten Podcast, aber gut, dass du den mit Fressen füllst, denn das ist ja hier, das gehört ja zum guten Ton, wortwörtlich und übertragen. Nee, aber da, ja, muss ich wirklich sagen, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ich glaube, in Köln ist es auch noch mal ein paar Grad wärmer. Wir haben ja hier gerade -7 Grad, was einfach nur abartig ist. In Köln ist wärmer, ja. Einfach nur abartig. In Berlin war es auch wärmer. Und ich kann das nicht mehr. Du hattest das ja wohl auch irgendwie vor 1-2 Jahren mal, wo du dich selber im Winter beschwert hast. Ich habe da echt keinen Bock zu. Ich merke, wie hart mich das runterzieht, wenn es so fucking kalt ist. Ich komme halt aus... Hart? Ist es echt die Kälte oder die Dunkelheit? Na, beides wahrscheinlich. Aber also die Kälte, wenn es so richtig schön auf der Haut sticht, da kriege ich es kotzen. Ach krass, nee, damit kann ich ganz gut. Und, weißt du, gut, die Frage ist, wie ist es mit dauerhafter? Eine Woche vorher laufe ich im T-Shirt abends am Meer lang und dann stehst du halt hier, so kommst an, steigst aus dem Bus und denkst, dir fallen die Eier ab. Das ist halt echt nicht so geil. Gut, hättest vielleicht über die Badehose noch was drüber ziehen sollen, bevor du ausgestiegen bist, ha? Ja, habe ich nicht dran gedacht, aber... Hm. Kamst du, ja. Ich seh dich mit so einer Sonnenbrille, alles Sonnencreme, so nackig mit dem Surfboard und dann aus dem Bus aussteigen, so... Ah, oh, fuck, hab ich vergessen. Scheiße, so ein Surfbrett unterm Arm. No? Easy. Ja, so steige ich aus dem Flixbus aus. Ja. Durch diese 50 cm Türen. Ja, aber auch das, ja, nur mal als kurze wertungsfreie Anekdote. Ich saß da hinten drin und ich war der einzige Weiße. Ich weiß nicht, was da los war, aber da war so ein Klassentrip von, wie sagt man politisch korrekt, Farbige, Dunkelhäutige. Was darf man heutzutage dazu sagen? Mohrenköpfe. Ja, saß ich da hinten drin. So. Und ich habe mich komisch gefühlt. Ist das Rassismus? Wenn du dich komisch fühlst, naja, das ist jetzt kein rationaler, aber emotionaler Rassismus. Ist emotionaler Rassismus. Aber die Sache ist, ich habe mich... Wieso fühlst du dich denn komisch, nur weil die eine andere Farbe haben? Nee, die Sache ist nämlich, ich habe mich komisch gefühlt, weil ich kam mir weniger cool vor. Ist das dann auch noch Rassismus? Das dann aber, naja, es gibt ja auch ich finde eine andere Rasse cool, Rassismus. Ja? Ist das guter Rassismus oder schlechter? Ich glaube, Rassismus ist ja per Definition einfach nur, weil er dem die, Rasse gibt es ja nicht, aber dieses und dieses Erscheinungsbild hat, was man einer Nationalität zuordnen kann, denke ich so und so. Ich glaube, das ist Rassismus. Hm. Ja, dann ist das wohl rassistisch, aber ich bin da halt reingekommen, habe gesehen, yo, das waren halt alles so diese typischen... diese Baggy-tragenden Hip-Hop-Leute so und ich komme da so rein, so ein langweiliges Weißbrot und setze mich da so cool dazu, weil hinten halt noch ein Platz frei war, wo ich mich zur Not hinlegen kann und dachte so, Alter, bist du gerade uncool. Haben alle auf ihren Discman Smoke Weed Every Day gehört? Genau. Haben sich blunt gedreht dabei. Ja, der eine hat Klimmzüge oben am Bus gemacht und so getan, als ob er eine Treppe steigt. Genau. Die waren schon alle, also korrekte Leute, ja. Kann man nichts sagen. Aber. Aber ihre Hautfarbe ist halt eine andere, ne? Oh, anders. Nee, ist mir nur aufgefallen, da wollte ich mal drüber sprechen, ob das Rassismus ist, wenn man sich quasi schlechter vorkommt als die anderen. Naja, ich sag mal, es gibt ja, denke ich mal, auch einen ganz wertungsfreien Rassismus. Ich meine, allein, ach, ich weiß nicht, ich glaube, wie ich das gerade definiert habe, na gut, das würde vielleicht nicht jeder so definieren, aber. Ja, ich denke mal, Rassismus ist ja immer nur dann, also beziehungsweise alle Einstellungen, oder was ist denn der Überbegriff von Rassismus? Ja, ich nenne es mal Einstellungen, sind ja in Ordnung, solange man niemanden irgendwie dadurch negativer behandelt als sonst. Ja. Und wenn ich jemand hingehe und sage, ey, du bist schwarz, du kannst bestimmt voll gut tanzen, dann meine ich das ja witzig und will ihn ja gar nicht, also wenn ich es wirklich so sage, dass ich das cool meine, dann ist es ja wirklich zwar rassistisch, aber es ist eher dafür da, die Situation lockerer zu machen, als irgendjemand zu beleidigen oder so. Insofern fände ich das zwar ja rassistisch, aber halt nichts, was man verurteilen müsste. Hm. Weiß ich, also ich glaube, es gibt ein paar Leute, die sagen würden, wenn du zu Asiaten gehst, ey, du kannst bestimmt gut Mathe, ist das ja erstmal eine positive Sache, die du denen zuordnest, aber gibt es bestimmt genug Leute, die sagen, das ist auch nicht in Ordnung.
sag ich mal. Ja, nö, klar. Also, wenn du zu irgendjemandem sagst, hey, du kannst bestimmt das und das, das hat ja nicht unbedingt mit Rasse zu tun. Ich würde natürlich immer den anderen in Vorlauf gehen lassen und die meisten Asiaten sind ja so. Würdest du erstmal mit so einem Mathematikbuch hingehen? Jetzt zeig mal, bevor ich urteile. Mach mal. Nee, ich würde mich so hinknien, das so einen Meter vor mich schmeißen, dann so ein Stück zurückgehen und gucken, ob er dran riecht. Ja. Und dann würde ich so langsam sagen, hier, ich habe noch mehr. Und dann würde dir langsam die Mathematikaufgaben aus der Hand fressen. mit Stäbchen aber. Oh Gott. So. Das ist gut. Schöne politisch unkorrekte Note hier nochmal zum Abschluss gesendet. Also wir haben noch 5 Minuten. Aber können wir vielleicht nochmal sagen. Er würde ein bisschen was übrig lassen, weil sonst unhöflich ist. Das stimmt, ja. Den Anstandstropfen. Legst du Wert auf den Anstandstropfen? Den Anstandstropfen? Ich nehme ist das nicht. Das, was in der Unterhose landet, wenn du dich ordentlich abschrubbelst, oder was? Nee, das ist der, wenn du mit einer Frau schläfst, ja, und der kommt dann so früh, weil du sie ganz toll findest. Das ist der Anstandstropfen. Ach Gott, ey, frag mich darüber nicht, ne? Das ist... Nein, verdammte Scheiße, der Anstandstropfen ist das, wenn etwas von etwas zu essen noch ein letztes da ist. Das soll der Anstandshappen. Ja. Nee, Tropfen kenne ich. Nie gehört. Wieso denn Tropfen? Tropfen ist doch flüssig. Also, für manche Frauen ist das ja vielleicht auch, überschneidet sich die Bezeichnung bei diesen beiden Sachen. Ich kenne nur den Lusthappen. Ja, der Lusthappen. Nein, also das, dann halt nenn's Anstandshappen von mir aus, aber legst du da Wert drauf? Ich finde das nämlich ganz großer Schwachsinn. Das und da, lehne ich mich auch ein bisschen an die frühen Lehren oder die Lehren meiner frühen Jugend, die du mir bereitet hast, an. Embrace it. Ich esse das Letzte und ich mache das mit gutem Gewissen und ich sage, ey, das ist ja der Anstandshappen. Ja, sehr gut. Also es gibt natürlich einen Ausnahmezustand, wenn irgendwie eine Person sich selbst was aufmacht und sagt, hier, ihr dürft auch was haben. Das ist ja eine andere Situation. So, aber wenn irgendwo... Außerdem frage ich vorher, will noch jemand? Ja. Fuck. Jetzt habe ich mir meine Powerbank zerfriemelt. Ja. Also, was hast du mit deinem Lusthappen? Anstandswurst? Anstandswurst, ey, wir werden immer schlimmer, ne? Nee, also... Alter, da, ich hab eine Abstandswurst, habe ich beobachtet auf Palma. Da saßen so zwei nebeneinander und so echt so 2 Meter Platz gefühlt und dazwischen ein so ein großer Rucksack. Und da habe ich so zu dir und gesagt, guck mal, Abstandswurst, if I ever saw one... So, und plötzlich, ja, 5 Minuten später laufen die Hand in Hand an uns vorbei. Er hat's geschafft. Dieser Mann ist ausgebrochen. Ja. Oh Mann. Ja, ich kenn diese Memes von wegen hier, wir trauen jetzt um jemanden, der in der Friendzone gelandet ist und jemand, der wieder ausgebrochen ist. Ja. Schön. Nee, aber jetzt, wo du gerade von Lusttropfen sprichst, wir müssen ja mal den 6-Podcast machen. Ein 6-Podcast? Wie viele Minuten haben wir eigentlich noch? Eine. Weil ich würde nämlich auch gleich darüber reden, ob ich Bock hätte, Autofinanz zu machen. Das passt ja zum Thema Sex-Podcast. Ja, das passt. Also wer bis hierhin hört, kann natürlich gern mal sagen, ob er Lust hätte, einem Sex-Podcast beizuwohnen. Wir wollen diverse Leute zuschalten und uns über solche Themen unterhalten wie was ist der Lusttropfen? Was ist eine Spirale? Ja. Mhm. Und vieles mehr, ne? Machen wir. Schöne Sache. Bin ich dabei? Ich würde sagen, das ist ein gutes Thema, denn Sex sells, habe ich gehört. Unsere gute Freundin Ines ist damit ja auch groß durchgestartet. Ihre Podcast-Partnerin Lena Lowfire ist jetzt gerade im Dschungelcamp, falls du das nicht mitgekriegt hast. Also das ist auf jeden Fall ein Sprungbrett, auf das man mal zum Besten. Wir müssen uns aber auf eine Sache beschränken. Ja. Wir dürfen nur über Sex reden, den wir nicht mit der jeweils anderen Schwester hatten. Okay. Weil das wäre sonst echt fies. Gut. Dann machen wir das so, aber die Frage, die mir jetzt auf der Zunge brennt. Warte, das ist unangenehm? Nee, geht. Weil ich da jetzt wieder Leute reingezogen habe? Nee, es geht. Die Frage, die mir auf der Zunge brennt, ist, kennst du Autofellatio? Naja, das wollte ich ja jetzt gerade erzählen. Ja, erzähl mal. Ich habe davon gehört. Okay, und würdest du das selbst machen, oder? Boah, ey, meinst du, das passt jetzt doch in den Rahmen rein? Ja, komm, die Frage kannst du jetzt wirklich zum Schluss mal noch klären. Okay, also gut, ich kann es probieren. Warte, ich trink kurz was.
also beim Auto Fellatio ist ganz wichtig, dass man sich... Oh, die Musik ist zu laut. Was? Ich verstehe dich nicht. Die Musik ist zu laut. Mach du mal bitte wieder live. Was? Geht nicht. Zu spät. Scheiße. Tschüss.